So, hallo meine Lieben, da bin ich nochmal mit einem Review. Die Sache wackelt schon wieder. Also ich kriege hier noch eine Meise. Jetzt habe ich es aber. Ich habe gestern mein neues Stativ bekommen. Das wackelt noch schlimmer wie das andere. Aber mein Handy fällt nicht permanent runter. Ich möchte die ganze Sache bitte entschuldigen. Es ist lila. Es sollte eigentlich rosa werden, aber es ist lila gekommen. Egal, sieht trotzdem schön aus. Von daher darf es heute mal wackeln. Sieht wirklich sehr schön aus. Ja, ich hatte euch ja gesagt, ich habe nochmal Buntstifte. Ich hatte gestern schon bei Instagram gepostet und zwar hatte ich die von Staedtler, die ich wirklich als Anfängerstifte sehr empfehlen kann. Und zwar die Ergosoft. Und da hatte ich mir so eine 18er Packung bestellt. Das war so eine Jubiläumspackung. Da hat man so, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Da hat man so diese 18 Stifte, da hat man auch diese extra Nierenfarben drin. Und ich dachte mir, die reichen vollkommen. Die haben, was weiß ich, einen Zehner oder so, wenn überhaupt so viel gekostet. Und zwar, ich wollte einfach, weil Joanna Bessford hat sie ja empfohlen für die Einsteiger. Und ich habe von Staedtler nur die Aquarellstifte und die waren schon top. Und ich dachte mir, so eine kleine Packung holst du dir. Die Großpackung musst du nicht unbedingt haben. Habe ich ausprobiert und die ist wirklich ganz fantastisch reich, vollkommen aus für Anfänger. Wenn wir vielleicht am Ende noch ein bisschen Zeit haben, kleppe ich noch so ein Ding hin. Aber ich habe ja noch bei Amazon, bei mir, ich weiß nicht, kennt ihr das bei Amazon? Wenn ihr dann einen Suchbegriff eingibt, dann ist oben immer ganz als allererstes so ein Produkt, das ihr eigentlich gar nicht wolltet und das. Warte mal, kauf mich! Kauf mich! Und wenn ihr das Produkt wieder sucht, dann kommt ihr wieder als allererstes: Kauf mich! Es ging jetzt mir so ein paar Mal so: Kauf mich, kauf mich. Da habe ich mich gekauft. Und zwar, ich gucke ja mal zwischendurch mal so nach Angeboten, was derzeit so an Rembrandt und Derwent und also Derwent und Rembrandt kommen auf jeden Fall noch. Diese Lyra Rembrandt habe ich bestellt, die kommen nächste Woche im Laufe der Woche an. Die Derwent hole ich mir aus im kommenden Monat und eventuell die Holbein, aber nur diese kleinen Packungen zum Testen. Aber ich suche ja immer noch nach Alternativen für meine Anfängerchen hier und da habe ich einmal nachgegeben. Wundert euch bitte nicht, ich habe jetzt meine Eier auf die Schnelle nicht gefunden. Da, Ostern, also habe ich ja mal von Lawnform, das Mason Jar schnell gestempelt, kommen wir auf denselben Effekt. Ich finde meine Eier nicht. Ich habe so schön alles aufgeräumt. Ich finde meinen Stempelreiniger nicht. Ich finde meine Eier nicht. Wenn man aufräumt, findet man danach nichts mehr. Auf jeden Fall habe ich bei Amazon, ich verlinke euch den Link, ich verlinke euch den Link. Ich setze euch den Link in die Infobox in der Hoffnung, es funktioniert dann auch alles. Und zwar habe ich diese hier gekauft. So, sehr geehrter Kunde, war mit dabei hier. Danke für Ihren Einkauf. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie eine positive Bewertung für den von Ihnen gekauften Artikel abgeben könnten. Sie können 5 Euro Geschenkkarte genießen, nachdem Sie eine gute Rezeption verlassen haben. Verlassen. Wir möchten den besten Service einbringen, wenn Sie irgendeine Frage des Einzelteils haben. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Belohnung und Ihren Screenshot oder Link der guten Bewertung zu erhalten. Na, gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall so ein hübscher Panda drauf. Das gefällt mir, das Bild. Das ist auch ein, denke ich mir mal, chinesisches Produkt. Ich habe jetzt wirklich schon sehr viele Stifte, die wachsbasierend sind und diese versprechen, ölbasierend zu sein. Und ich fand den Preis, also ich habe es jetzt bisher in mehreren Preisschichten gesehen. Ich habe diesen Preis, also diesen Artikel jetzt für einen Preis von 13 Euro bekommen. Der variiert aber. Manchmal hat man auch 18 Euro, je nachdem. So, jetzt ist das Knistere vorbei. Ich fand es aber schon mal ganz praktisch, weil man hat gleichzeitig 72 Stifte, die ölbasierend sind, in diesem doch sehr praktischen Federmäppchen. Man hat, was ich echt richtig klasse finde, ein Radiergummi, Logo. Hier hat man noch einen Doppelanspitzer. Aber das, was ich so richtig super cool, klasse finde. Der Anspitzer ist bestimmt nicht so praktisch. Ich habe ja meinen hier, das ist nicht schlimm. Gehen wir in die Schule. Aber was ich so toll finde, ist das Teil. Wenn die nämlich so kurz werden, ich habe ja hier auch so eins, wenn die dann nämlich kurz werden, ideal. Ich habe nämlich meinen einen Lyra Splendor schon so extrem kurz. Das ist praktisch so ein Stiftverlänger. Verlängere. Wenn der, ich guck mal, also ich finde meinen Splendor nämlich schon fast gar nicht mehr hier in meinen kleinen Hütchen, weil der nämlich schon so kurz ist.
Upsasa. Upsasa. Wo ist er denn? Ach hier, da ist schon ganz weit runtergefallen, weil er schon so kurz ist. Und ich arbeite unheimlich gern mit den Jura-Blender. Ich habe jetzt auch endlich den von Prismacolor bekommen, aber ich habe ihn noch nicht ausprobiert. So, jetzt sieht es ein bisschen aus hier wie Pups neben mir, aber das kann ich gleich alles wieder einordnen. Und schaut mal, wie klein der ist. Er passt schon nicht mehr wirklich in die Spitzmaschine rein. Und dann setzt ihr euch den einfach hier rein. Also er sollte eigentlich halten. Bei mir hält er. Hier hält er. Muss da richtig schön runterdrücken. Und dann könnt ihr damit malen. Ganz normal. Also ich weiß nicht, warum das jetzt hier nicht hält. Okay. Tu mal zur Seite, das ist ja nicht auch der Grund gewesen, warum ich es gekauft habe. Das macht mich jetzt gerade wahnsinnig, dass diese ganzen Teile jetzt hier so rumliegen. Ich muss das wieder hier rein. Da werde ich irre, wenn das hier so rumliegt. So, tut mir jetzt fast leid, aber ich kriege sonst hier die Krise. So, auf jeden Fall hat man hier 72 Stifte. Von den Farben bin ich jetzt hier schon mal, so wie sie jetzt aussehen, ganz gut angetan. Es hat gute Bewertungen gehabt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ja, ich suche ja immer noch den idealen, wie soll ich sagen, Einstiegspartner für die Polychromos. Also ich habe jetzt etliche, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr die Prismacolor euch noch nicht leisten könnt. Ich denke mal, jeder wird sie sich irgendwann mal holen wollen, weil die einfach ganz genial sind. Aber bis dahin möchte man ja trotzdem schon ein bisschen rummalen. Aber das Ideale für den Polychromo-Ersatz ist ein blödes, für warten, bis die Polychromos stimmen, ne? Bis der Preis dafür hinhaut, habe ich noch nicht. Also ich war noch auf der Suche nach richtig mega coolen ölbasierten Stiften. Ich habe schon ein paar jetzt hier mit gehabt, aber da war das Set wesentlich kleiner, aber war dennoch sehr zufrieden. Und das sind jetzt 72 Stifte, die haben nur eine Farbnummer. Und ich bin mal gespannt. Also ich habe Bilder gesehen, die da mitgemalt wurden. Es waren natürlich auch welche dabei, die gemeckert haben, aber die hat man sogar bei den Polychromos. Da waren sogar welche dabei, die über die Polychromos und auch über die Prismacolor geschimpft haben. Aber ich denke mal, für diesen Preis, den ich jetzt hier bezahlt habe, ich glaube, entweder waren es 12,95 oder 13,95. Wie gesagt, der Preis, der variiert manchmal. Da müsst ihr mal gucken. Und das ist eins von denen hier, wo manchmal hat man ja auch mal hier 10er Color oben oder so. Die habe ich mir noch nicht bestellt. Und aber diese, weil ich fand das einfach super praktisch. Man hat dann schon dieses Mäppchen hier mit dabei, was ja alleine auch schon mal Geld kostet. Gut, dieser Halter, ich probiere mich dann nochmal durch. Also irgendwie nervt er mich schon, dass das hier nicht hält. Ich versuche jetzt mal mit so einem Stift. Hier hält es gar nicht. Dann muss man sich da mal durchprobieren. Das kriege ich schon hin. Irgendwie. Auf jeden Fall interessieren mich ja in erster Linie erstmal diese Farben. Und ich fand eben dieses Mäppchen unglaublich praktisch. Ich habe mittlerweile schon 1, 2, 3, 4, 5 Mappen. Die sechste liegt hier, um dann die Rembrandt reinzupacken. Und ich habe ja noch mehr Stifte mit da. Von einem Namen, den ich noch nie gehört habe. Die gibt es nur in Italien. Also ist eine italienische Marke, kommen wir aber gleich drauf zurück. Und die haben mich wahnsinnig interessiert. Aber kommen wir jetzt mal zu diesen hier zurück. Wie gesagt, ölbasiert. Ich finde die Farbauswahl ganz klasse. Ein bisschen wenig an Gelb, finde ich, ist da. Aber wir haben sehr viele Grüntöne. Sehr viele Erdtöne. Also ich nenne das ja immer diese Erdtöne. Mit den Gelb, naja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kann man ja hier mit den Orangisch noch ein bisschen. Das ist hier nun relativ hell. Diese, nennen wir mal Rosatöne. Auch vollkommen ausreichend von der Anzahl her, muss ich sagen. Rottöne, sogar in so ein Rot-Braun. Blautöne, also die Farbauswahl, bis auf das ich mir vielleicht ein Gelb mehr gewünscht hätte. Das geht so in die Hauttöne rein. Man hat zwei Grautöne. Ja gut, okay, hier hat man ja nur noch so ein, es scheint noch ein dunkleres Grau zu sein. Ich sehe das jetzt hier als Braun, aber es kann natürlich auch so ein Braun-Grau-Braun sein. Ja, also so auf den ersten Blick bin ich erstmal positiv überrascht. Ja, die sehen überhaupt nicht spuckig aus. Bei den, ich glaube, das waren die 10er Color oder war das auch so eine No-Name-Marke, das weiß ich gar nicht. Hat eine YouTuberin, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, ausgepackt und da waren die Stifte, da waren überall Holzkrümelchen drin und das hat man hier gar nicht. Sie hat sich sogar einen Splitter eingerissen. Aber ich weiß nicht mehr, was das für eine Marke war.
So an sich, ich hole jetzt mal so einen Stift. Nee, schwarz will ich nicht. Ich will einen bunten Stift haben. Wir nehmen hier einen pinken. Soll ja auch zu meinem Tar passen, oder? So, die sind, ja, Artist Quality. Bin ich mal gespannt, ob sie dem mit dem mithalten können. Jetzt hat man hier so ein bisschen so ein Farbdings, aber das stört mich jetzt nicht. Also ich möchte jetzt hier nicht den absoluten Künstler raushängen lassen. Wir malen oder ich male Stempel aus und Malbücher aus. Aber ich möchte ja gerne für meine Mäuschen rundherum für euch eine günstige Variante, weil ich bekomme sehr viele Anfragen, ja, ich kann mir das nicht leisten. Verstehe ich, absolut. Wenn ich nicht so eine kleine Finanzspritze gehabt hätte, hätte ich es mir auch nicht leisten können, ganz im Ernst. Aber man spart ja darauf hin und man möchte aber in der Zwischenzeit natürlich seinem Hobby nachgehen. Ich weiß, ich entschuldige mich schon wieder, weil ich werde auch komischerweise immer wieder gefragt, du hast doch schon so viele. Ja, na und? Ja, also wenn ich jedes Bild mit einem anderen Stift ausmale, ist mir auch egal. Wovon dem ich absolut enttäuscht bin. Ich habe gestern Abend mit denen koloriert, sind die hier. Also ich bin ja, jetzt kommt bestimmt jemand und holt sein Paket ab. Ich bin vom ersten Jahr schon nicht gerade angefixt gewesen, begeistert gewesen. Aber ich habe gestern koloriert, ich habe mehr angespitzt als koloriert. Das Ergebnis ist hier. Guck mal, ich habe nur dieses, es leuchtet halt jetzt unheimlich, ich habe nur dieses Einhorn hier koloriert und bin einfach unheimlich enttäuscht von diesen Stiften. Die sind mehr abgebrochen als alles andere. Ja, und unglaublich viel Farbabrieb. Das hatte ich ja schon bemängelt, als ich das Review hochgeladen habe. Also die kommen nicht mit in mein Filtermäppchen, die tue ich zur Seite. Und nee, also in der, nee, geht überhaupt nicht. Also vielleicht für Schüler, aber mehr auch gar nicht. Aber gucken wir mal, ich bin schon so durcheinander, aber das ist mir egal, wie diese Stifte sich jetzt hier verhalten. Die haben auch nicht wirklich einen Namen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Die haben. Ja, hier steht nur Coloré. Hier steht auch Coloré drauf. Ja. Hier, guck mal, es fällt mir gerade auf. Hier steht Coloré und hier steht Coloré. Ich habe Angst. Aber die hier sind nicht so dünn. Ich habe ja bei denen hier bemängelt, ich gucke, hol die mal so eine Packung raus, dass die extrem dünn sind. Ich habe schon wieder Angst. So, guck mal, wie groß mein gelber Stift noch ist. Und ich habe das da gemalt. Ist das nicht ein Witz? Ist das nicht, ja? Also die hier sind auch dünner, wesentlich dünner wie die hier. Und ich habe zu denen hier auch nichts, ob die Wachs- oder Ölbasierend oder sonst irgendwas sind, gefunden. Also nee. Nee, also ich habe wirklich sehr, sehr gutes Aquarellpapier verwendet, worauf ich koloriert habe. Also das kann nicht am Papier liegen. Ja, jetzt liegt mir das schon wieder so ein bisschen schwer im Magen. Ich hoffe, ich werde positiv überrascht. Aber bei denen stand auf jeden Fall, ja, ich wundere mich, dass jetzt hier Coloré steht. Da steht immer nur Künstlerstift und da steht dann der Name vom Laden oder so. Sind wir mal offen. Es gibt ja auch von Lyra verschiedene. Und auch von Faber-Castell. Es gibt ja auch einen großen Unterschied zwischen den Faber-Castell und zwischen den Polychromos. Einen weltweiten Unterschied. Aber sie hatten gute Qualitäten. Einer hatte geschrieben, die stinken, hat das bemängelt. Ich finde, die riechen überhaupt nicht. Ganz, ganz leicht nach Holz, aber das liebe ich ja an Buntstiften. Aber ich esse gar kein. Ja, ihr kommt euch bestimmt auch ein bisschen bescheuert vor, aber ich muss an den. Ich mag den Geruch einfach, genauso wie ich den Ton hier mag. Jetzt kommt der Ton hier gar nicht. Jetzt, oh, herrlich, oder? Da, das ist als bei anderen, als ob sie Diamanten sehen oder so. Oder als ob jemand, der gerne ins Solarium geht, nach Wochen da wieder reinkäme. So müsst ihr euch das für mich vorstellen. Voll, voll Monk. So, jetzt gucken wir mal Artist Quality. Das hatten wir bei den anderen überhaupt nicht stehen. Man findet auch echt wenig Informationen über den Stift, bis auf, dass er halt ölbasiert ist. Die Mine hat denselben Durchmesser wie die Polychromos, stand mir da. So, ich sehe jetzt hier aber auch noch keine Minenangabe. Oder hatte ich die hier irgendwo? Ja, also die hatte ich hier, die habe ich nur bei den anderen hier mit dabei. Aber das ist jetzt egal. Also mir ist das jetzt nicht so wichtig, wie dick die Mine ist. Mir ist wichtig, was der Stift drauf hat. Und da fangen wir mal an. Wollen wir uns die üblichen Verdächtigen wieder rausnehmen oder wollen wir mal eine andere Farbe nehmen? Ich mag ja diese Farbkombination einfach. So, dann nehmen wir mal Gelb. Das ist ein etwas helleres Orange.
ein dunkleres Orange und ein schickes Rot möchte ich jetzt hier noch haben, meine lieben Leute. Das sieht schon mal sehr schick aus. Also die Stifte liegen fantastisch in der Hand. Das ist ein ganz gutes Rot. Und noch ein schönes. Oh, das ist aber ein tolles Rot. Dann nehmen wir lieber das hier. So, hier haben wir ja noch ein etwas dunkleres Rot. Ich teste es mal mit. Also, muss ja sein, ne? Ist auch nicht schlecht. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme das hier. So. Nehmen wir jetzt diese vier Stifte und kombinieren die miteinander. So. Thomas Mäppchen mal. Das finde ich ganz praktisch. Kannst du zur Seite tun, gerade wenn du nicht so viel Platz hast. Ich habe ja nun wirklich hier die Roomtour kommt, ich verspreche es. Und ich gucke, dass ich beide Stifte mit in ein Video bekomme. Wenn nicht, tue ich es teilen. Das, also dann kommt dann noch ein anderes. Wie gesagt, der Stift liegt schon mal sehr, sehr gut. Im Gegensatz zu diesen anderen, die ich da hatte, diese wie hießen die Edition nochmal? Diese Dictionary-Edition. Die fand ich sehr, sehr dünn. Die liegen ganz blöd in der Hand. Die sind auch rund und liegen sehr gut in der Hand. Der Stift fühlt sich gut an, nicht zu glatt oder so, nicht zu grob. Er liegt wirklich sehr schön in der Hand, ist sehr leicht. Jetzt gucken wir mal hier. Wie gesagt, es ist mit Farbnummern ausgestattet, aber keine Farbbezeichnung. Aber das ist ja nun egal. Ja? Das ist so, dann fangen wir mal an. Unser Mason Jar heißt doch dieses gute Ding, ne? So mit leichtem Druck. Ich bin jetzt hier ganz sanft. Also der Stift hört sich schon mal wesentlich besser an als wie der Dictionary Stift von Colore. Die ölbasierten Stifte sind auch nicht so wahnsinnig weich wie jetzt die wachsbasierten Stifte. Ne? Wer die Prisma Color kennt und die Kohinoor, die sind ja wirklich unglaublich weich und smooth. Und ja, die ölbasierten sind dann doch schon etwas härter, aber dadurch kann man dann auch mehr Layer aufbauen. Kommt natürlich dann auch, wie gesagt, aus Papier mit drauf an, aber die Papiervideos starten wir dann auch später. Ich hatte ja gesagt, wir machen Hintergründe. Im Kühlschrank brodelt gerade meine Jelly Blade. Ich habe versucht, die Kamera mit anzumachen. Ich habe aber in meiner Küche nichts gefunden, wo ich sie irgendwie hätte befestigen können, damit ihr auch was seht. Von daher müsste ich dann warten, bis meine Tochter wieder da ist. Und die ist aber im Urlaub, weil ich bin oder war vorhin halt alleine. Weil eins geht dann nämlich nur Kinder bespaßen, ne? Oder ein Partner, der jetzt neben mir her rennt und mir die Kamera hält. Bis jetzt sieht die Jelly Blade aus wie, sagen wir es mal ganz direkt, wie eine Auflaufform voll mit Rotze von der Farbe her. Aber es wird auf jeden Fall schon mal Gelee-artig, das ist schon mal sehr gut. Aber mein Bauchgefühl sagt mir einfach, irgendwas hast du falsch gemacht, gute Frau. Schauen wir dann mal, ne? So. Meine erste Schicht finde ich jetzt erstmal sehr für den leichten Auftrag sehr farbintensiv, lässt sich gut aufladen vor allem. Er sieht jetzt hier bestimmt ganz gut diese Rillen und das macht halt dieses Papier aus, weil das Papier ist ja so mit dieses Aquarellpapier ist strukturiert, hat eine starke Struktur und umso höher oder intensiver die Struktur, umso mehr Farbe kann dieses Papier natürlich aufnehmen, beziehungsweise Pigment. Und kann man das natürlich dann layern, bis das irgendwann mal komplett gesättigt ist. Jetzt gehe ich mit der zweiten Farbe, mit der 822, nochmal drüber, auch ganz leicht. Ich sehe jetzt nicht wirklich viel Farbunterschied zu der ersten Farbe, aber ein bisschen. Also ist ja auch, ja, wenn man das hier mal so sieht, ein bisschen sieht man, ich weiß nicht, ob es in der Kamera auch so rüberkommt. Übrigens für die, die meine Buntstifte-Videos langweilig finden, dann guckt sie euch halt nicht an. Horts kommen definitiv nicht mehr. Also dieses muss nicht sein, oder? Also ich meine, ich gucke Horts unheimlich gerne, aber ich habe auch keinen Bock, mich permanent immer bei irgendeinem entschuldigen zu müssen oder rechtfertigen zu müssen, was ich mir wann kaufe. Das ist zum Verrecken nochmal meine Sache, das nervt mich. Ich kaufe mir das ja, also ich muss ja dazu sagen, ich kaufe mir die Stifte ja selber. Ich bekomme die ja nicht hier geschenkt oder gesponsert oder sonst irgendwas. Es ist mein Geld, was ich hier investiere. Natürlich habe ich am Ende auch was davon, Logo, ne? Ich behalte die Stifte ja, seitdem sie sind scheiße wie diese anderen Colorie.
Aber es ist ja mein Geld, was ich investiere, und das möchte doch bitte mal meine Sache sein, was ich mit meinem Geld mache. Ne? Das geht mir manchmal so auf den Sack, was ich da manche Leute so. Ja. Ich gebe das Geld halt aus. Ich werde nicht gesponsert und mache das gerne für mich, um auszutesten, für euch es auszutesten, um den einen oder anderen einen Fehlkauf zu ersparen. Und ich finde, dass dafür ist YouTube ja nun mal auch mit da. Und wen halt diese Stifte-Sache dich interessiert, da guckt sie sich nicht an. Ja, ich gucke mir auch keine Videos an von meinen Lieblings-YouTubern beispielsweise, wo ich, oh nee, das Thema juckt mich jetzt nicht, so wie Bullet Journal ist nicht meins, kann natürlich immer noch kommen, ist nicht so meins, und ich mag, was weiß ich, Sammy-Filme und wie sie nicht alle heißen, gucke ich unheimlich gern, aber da gucke ich mir halt Bullet Journal nicht an, ne? Das ist nicht mein Thema. Dafür hat sie nachher nächstes Mal wieder ein schönes Video, was mich interessiert. So, von daher guckt einfach die Videos nicht, wenn euch das nicht interessiert. Jetzt haben wir hier nochmal ein helleres Orange, oder helleres, ein dunkleres Orange. Und zwar ist das dann die 839. Mit dem baue ich jetzt meine dritte Schicht auf und gehe auch nur wieder ganz hinten. Eine leichte Schicht. Und das lässt, also dieses Schichten klappt wunderbar mit diesem Stift. Es ist bisher ein sehr schönes Malen. Kolorieren. Können man sich uns drüber streiten. Ist natürlich jetzt ein etwas größeres Bild. Immer schön im Ovalen. Ich neige dann auch mal manchmal dazu, so zu machen. Das ist furchtbar. Das Wetter ist ja heute wieder fantastisch. Gott sei Dank gibt es Paracetamol. Ein Hoch auf den Erfinder. So, hier oben lass mal so ein bisschen wieder auslaufen, dass nicht ganz so intensiv wird und dann noch schön zu verblenden ist. Also dieses Layern, wie ihr hier schon sehen könnt, ich komme mal ein bisschen näher ran, dass jetzt nur dieses pure Layern klappt. Ich hoffe, ich habe das jetzt lange genug gehalten. Ich bin obert. Das klappt schon mal ganz gut. Klappt schon mal ganz gut. So, gehen wir hier noch mal so ein bisschen. So, gefällt mir sehr gut. Jetzt komme ich mal mit meinem Rot noch mit rein. Ich bleibe auch erstmal relativ weit hinten. Oh ja, das Rot ist sehr satt, sehr intensiv, gefällt mir. Ich versuche mal noch nicht zu burnischen. Also dieser Stift und auch dieses Papier, ich zeige es euch gleich mal. Ich habe ja jetzt Lage Nummer 4 und es wäre satt noch in der Lage, noch ein paar Lagen mehr aufzunehmen. Das ist Aquarellpapier von Kreativbund. Ich schaue dann auch noch mal, wie das heißt, aber da gehe mal näher drauf ein, wenn ich diese Videos mache übers Papier. Also der Stift ist wirklich auch in der Lage, mehrere Layer zu machen, ohne gleich zu burnischen. Da seht, ich gucke mal jetzt so ganz grob hier rein. Ihr seht diese hellen Stellen, die noch dazwischen sind. Das heißt, das Papier hat noch genügend Struktur übrig, um noch mehr Farbpigmente aufzunehmen. Und umso intensiver könnte man jetzt die Farbe gestalten. Wenn ich jetzt ein bisschen derbe auf den Stift auftrage, wäre es schon fast burnischen. Ich weiß gar nicht das deutsche Wort dafür. Ich turne einfach auf viel zu vielen englischen Kanälen rum, aber die haben mal die besten Informationen. Ich sauge die im Moment wirklich regelrecht auf. Hier mal so ein bisschen rein. Das ein bisschen auslaufen hier. Versuche hier unten noch mal. Ja, also dieser Stift ist ganz klasse zum Layern, ganz wunderbar. Ich mache jetzt hier ein bisschen über, aber das interessiert mich gerade wie eine Reisernte. Aber ich möchte hier noch ein bisschen intensiver das Pigment hier auftragen. Also diesen Stift
Mit denen kann man die Schichten ganz fantastisch aufbauen. Das ist schon mal ein großer Vorteil, gerade bei ölbasierten Stiften. Da kann man die auch gut mischen. Man kann die Farbübergänge auch ohne einen Blenderstift gut rüberbringen. Aber ich bin ein absoluter Freund vom Layern und Verblenden. So, jetzt machen wir natürlich das Ganze hier auch nochmal rückwärts, dass man hier mit den Farben nochmal drüber geht. So, ich bin jetzt hier unten bei Farbe Nummer 5, die ich hier drüber gebe, also Farbschicht Nummer 5. Und ich habe immer noch weiße Stellen und immer noch würde dieses Papier von dem Stift noch Layer aufnehmen können. Finde ich ein absolutes Plus für den Stift, für das Papier natürlich ebenfalls. So, jetzt habe ich hier den etwas dunkleren Gelbton. So, ich drücke aber auch noch nicht fest auf. Ich denke mal, ich werde die Videos auf zwei aufteilen, sonst ist das wieder so ein langes Video. Ich weiß, viele mögen die langen Videos total gerne. Aber wenn ich dann nachher schneiden muss, wenn mir da irgendwie was nicht funktioniert, dann zeigt mir ein Speicherkreis. Nee, zu klein. So komische YouTube-App da, die so. Oh. Ich weiß nicht, ich habe eine Speicherkarte drin von 32, nee, oder 36 GB und da zeigt mir mal, mein Speicher wird knapp. Und dazu habe ich noch internen Speicher. Ich verstehe das immer nicht. So. Jetzt gehe ich mit meiner hellsten Farbe nochmal drüber. Weil wenn ich das gleich hier oben verblenden will, braucht natürlich auch mein Blenderstift Pigment, was er durch die Gegend schieben muss, möchte, soll, wollte, möchte, wird, haben muss. So, die gehe dann hier auch wieder rein in das andere Pigment mit rein, in die andere Farbe und schaut euch mal an, was für wundervolle Farben sich hier entwickeln durch dieses Layern schon allein. Der Farbverlauf an sich gefällt mir sogar so schon sehr, sehr gut, ohne dass ich es jetzt verblende. So, schauen wir uns das jetzt mal so an. Also schon allein nur dieses Layern gefällt mir unglaublich gut. Ein sehr schöner Farbabtrag. Es glänzt auch so schon. Also dieses Ölbasiert ist definitiv gegeben. Das erkennt man an sehr gut, wenn es so ein bisschen glänzt. Beim Wachs ist es natürlich noch ein bisschen mehr. Und ihr seht, es ist noch genügend Struktur vorhanden. Ich könnte noch mehr Layer aufbauen. Aber ich möchte das Ganze ja jetzt verblenden. Und zwar nehme ich jetzt wieder meinen. Das ist mein Radiergummi. Guck mal, die sehen so gleich aus. Ich habe den Lyra Splendor und das ist ja von Faber-Castell, dieser doppelseitige. Was ich manchmal schon den genommen habe und mich dann, das hier? Komisch. Also, ich bin manchmal auch so ein bisschen Tatar. Aber wer ist das nicht? So, jetzt mache ich meinen Splendor-Stift so ein bisschen sauber. So. Geht jetzt mal hier von der hellen Farbe und schaut euch mal an, was das für eine schöne, satte Farbe wird hier durch dieses Blenden. Ich bin ja sowas von positiv angetan von diesem Stift. Also wenn ich dann an diesen anderen da denke, oh, der hat auch nicht sehr viel Farbabrieb. Also ich habe jetzt kaum was gemerkt. Im Gegensatz zu den anderen, der so viel Farbabrieb hat, dass ich nur am Pusten und am Wischen war. Und dann macht das Kolorieren auch einfach keinen Spaß. Wenn ich mehr Farbkrümel hier drauf habe, als wie Ergebnis auf meinem Papier, das macht mich irre. So, da könnt ihr aber auch mal sehen, beide Kolorie und dieser satte Unterschied jetzt hier. Natürlich habe ich jetzt hier auch Abrieb, weil ich ja die Farben ineinander
verblendet. Ich drücke praktisch mit diesem Blender das Pigment in die Struktur hinein von dem Papier. Ich glaube, ich wiederhole mich auch, aber kann ja sein, dass jemand die anderen Videos nicht gesehen hat. Ne? So, und jetzt kommt der richtig coole Effekt hier. Guckt euch das mal an. Wenn ich das hier so miteinander verblende, das ist so schön. Also das gefällt mir richtig gut. Ich möchte hier dann auch mal erwähnen, also ich suche jetzt hier nicht einen Weg, die Polychromos schlecht zu machen. Um Gottes Willen, die Polychromos sind unantastbar. Genauso wie die Prismacolor Stifte. Es geht einfach darum, weil viele müssen sich darauf hinsparen oder wollen sich darauf hinsparen, können sich es nicht sofort leisten. Die, die es können, warum nicht? Ja, ja, würde ich auch machen, wenn ich die Kohle hätte. Aber bei mir ist es ja, wie gesagt, auch, ich hätte auch, wenn ich diese Möglichkeit nicht so spontan gehabt hätte, da hätte ich auch drauf hinsparen müssen, weil 150 Euro für 20 Stifte, das ist kein Pappenstiel, ne? Das muss auch mal geruppelt werden. Und es geht mir einfach nur darum, bis dahin eine günstige Lösung zu finden, bis man die Möglichkeit hat. Manche möchten vielleicht sich gar nicht kaufen, weil sie denken, ach Quatsch, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ne? Nur weil ich so ein bisschen koloriere. Ich bin ja nun Suchti, was Buntstifte angeht. Also wenn ich das Thema Stifte höre, Ding, das ist bei mir ganz schlimm. Stifte, Stempel, Ding. Mittlerweile auch Stanzen. So, ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Weil neulich hatte nämlich mal jemand gefragt, ob ich unbedingt die Polychromos schlecht reden. Um Gottes Willen, also die sind für mich die Creme de la Creme. Und es geht mir nur darum, Alternativen zu finden für diejenigen, die sich nicht leisten wollen, nicht leisten können, aber dennoch die Qualität vielleicht gern haben möchten, annähernd. Weil ich kaufe die mir doch nicht, um die dann schlecht zu reden, jetzt ganz im Ernst. So, was sich da in der letzten Zeit da bei mir so ergeben hat an Diskussionen, ist manchmal ganz nervig. So, jetzt haben wir hier das Ergebnis vom Verblenden und ich bin von dem Farbauftrag sehr überrascht. Ja, das sind ja nun 72 Stifte zu einem Spottpreis von, ich gehe jetzt hoch auf 14 Euro. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob es 12,95 war. Die liegen manchmal eben auch 18 Euro und da müsst ihr mal gucken, aber selbst 20 Euro ist nicht teuer. Ne? Das ist hupidupi da gewesen. Ja, ich habe die gestern bestellt, heute sind sie da, weil ich dachte, wer mich so hier aufdrängt, dass ich es unbedingt kaufen soll, dann kaufe ich es halt mal. Ne? Mach mal. Und ich bin jetzt hier von diesem Ergebnis sehr, sehr überrascht. Wenig Farbabrieb, dass man den jetzt hier hat beim Verblenden, ist logisch, das hast du mit Faber Castell auch. Aber die Farbe ist sehr intensiv, lässt sich super layern. Ich hätte noch mehr Layer aufbauen können, wenn ich das gewollt hätte. Und ich habe schon mit 4 Farben gelayert. Macht sich sehr gut, wenn man Gesichtsfarben aufträgt. Hauttöne, bei mir sind das immer Gesichtsfarben. Ich kann diese Stifte wärmstens empfehlen und kann diesen einen negativen Kommentar, der dabei gewesen ist, überhaupt nicht nachvollziehen. Je nachdem, wie hoch man diese Ansprüche auch hat. Aber ja, ich habe an China-Ware mittlerweile schon so gut wie gar keine Ansprüche mehr. Aber trotz alledem möchte ich ja wenigstens ein bisschen Pigment hier drauf haben. Und das hier ist ein super Ergebnis. Also das sind bisher die ölbasierten Stifte, ohne Polychromo, also diese Nebenpolychromos, die ich so auf Anhieb heute Abend weiter zum Kolorieren nehmen möchte, um mich noch weiterhin mit auszutesten. Das würde natürlich das Video sprengen, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Aber es ist ein unglaublich schönes Malen und ich kann mit ruhigem Gewissen euch diese Stifte ans Herz legen. Ich werde, wie gesagt, die Stifte, den Link dazu verblenden. Der Verkäufer wird von mir auf jeden Fall eine positive Bewertung bringen. Ich bewerte bei Amazon eigentlich fast immer, weil ich finde das wichtig, dass man seine Meinung weitergibt, obwohl ich mir immer wieder gerne meine Meinung selbst bilde. Das ist ja, ich gebe nicht unbedingt so viel auf negative Kommentare und habe dann manchmal den Brettschiss, ne? Aber egal, dieser Stift ist klasse, super Farbauftrag, ein satter Farbauftrag, klasse Farben, liegen super in der Hand, die Intensität entspricht beinahe sogar der Spitze, aber darauf kommt es mir nicht an. Dafür mache ich mir ja eine Farbtabelle. Die stinken überhaupt nicht, liegen gut in der Hand.
wie sie sich anspitzen lassen, müssten man dann mal gucken, weil ich habe jetzt hier keinen kurzen Stift dabei, aber ich mache ja dann auch so ein paar Kolorationsvideos. Ich kann ja jetzt mal den hier so ein bisschen versuchen anzuspitzen. Der ist natürlich jetzt nicht sehr kurz. Er kam auch sehr gut verpackt an. Das Holz ist eigentlich auch eine relativ gute Qualität, aber da aufs Holz kommt mir ehrlich gesagt nicht an. Ja, es war, wie gesagt, sehr gut verpackt. Ich hatte es in mehreren Folienschichten. Dann war es noch in so einer üblichen China-Tüte. Und es war im Karton nochmal mit diesen riesengroßen Luftpolsterteilen eingepackt. Also das ist fantastisch. Ist super, super sicher verschickt worden. Jetzt habe ich es aber, ne? So. Das ist jetzt dieser erste No-Name-Stift von Coloré. Und wie gesagt, der kommt in diesen... Ja gut, die Farbe ist nicht unbedingt meins, aber wen interessiert sich hier die Farbe, ja? Also da ist schon mal in diesen Mäppchen drin, was ich ideal finde, wenn man das abends hier hat. Ich habe ja nun diesen kleinen Bereich. Dann spart man sich schon mal das Geld für das Mäppchen. Das sind auch schon mal um die 20 Euro. Und man hat einen Spitzer mit dabei, der, wie gesagt, der muss nicht unbedingt toll sein. Das ist ein Radiergummi, das fliegt dann zu meinen Kindern rüber. Mit dieser Stiftverlängerung pupsle ich mich dann nochmal durch. Aber die Farbauswahl ist auch ganz klasse. Die sind alle angespitzt, die Stifte. Ich bin, ja, sehr, 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 sehr positiv angetan von diesem Stift. Ganz im Ernst. Ich werde mich heute Abend noch intensiver damit beschäftigen, aber mein Review ist jetzt hiermit erstmal für diesen Stift beendet. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich positiv überrascht und der fliegt mit in meine, oh, hier unten hin, wo ich auf jeden Fall täglich damit koloriere. Der ist gut. Der ist super gut. Der ist wahnsinnig gut. Also ich bin noch... wirklich sehr, ich hatte ja anfangs schon so diese Angst, wo ich Coloré gelesen habe, oh Gott. Nein, der ist klasse. Der ist ein super, super toller Stift. Auf Ölbasis, wie gesagt, kann man wunderbar wieder hier verschließen und nimmt am Ende ganz wenig Platz weg. Klasse, super toller Stift. Meine Empfehlung ist nicht viel Geld für 72 Stifte, für eine gute Qualität. Finde ich klasse. Ich bin von dem Farbergebnis ultra überrascht. Es lässt sich layern. Ich hätte noch viel mehr layern können. Ganz fantastisch. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gleich beim nächsten Video, weil ich habe ja nun mal noch ein paar Stiftchen hier. Wenn nicht, dann ja, wünsche ich euch mal ein schönes Wochenende. Bis dann, danke fürs Zusehen. Tschüss.